ein Formel-1-Wagen, oder nicht? Formel-1-Wagen, ja. Das ist vom Red Bull Toro Rosso-Team. Und sogar genau, diese, du hast für den die ganzen Autos entworfen, sprich... Entworfen in dem Sinn... gemalt. Nicht, also ich male die Autos für die. Entworfen hat den Stier selbst gezeichnet, der fantastische Künstler Jos Birkner, der auch diese Skulpturen macht. Wir haben jedes einzelne Formel-1-Auto bemalt und die Trucks auch. Und es wird nach wie vor handgemalt. Jedes einzelne Auto wird handgemalt. Das machst du jetzt aktuell immer noch? Ja, ja, natürlich. Wow. Auch also die heurige Saison ist alles handgemalt. Bei vielen gehen ja Teile kaputt. Werden die dann durch ganz stinknormale blaue oder rote Teile ersetzt oder musst du immer mehrere fertig vorbrushen? Nein, nein, es gibt das gesamte Fahrzeug einmal plus Ersatzteile. Das ist ja eben die ganze Geschichte dran. Ne? Das heißt, du musst jeden Teil nochmal zwei, dreimal dazu machen. Und das wird aber immer natürlich ein bisschen anders. Es wird ein bisschen anders, darf aber eigentlich nicht anders sein, weil die Vorgabe ist eben Formel-1-Standard. Das heißt, es muss wirklich passen. Mit Pinsel und Spritzpistole gestaltet Knut die einzelnen Teile. Das meiste wird per Hand gezeichnet. Als Vorlage dient lediglich eine Zeichnung von Jos Birkner, dem Designer des Stiers. Okay,